fordern in dieser Tarifrunde Geld. Okay. Ich bin Rieke Schmidt, bin 21 Jahre alt und arbeite bei der Meierwehr. Ich bin Jana Merkel, bin 18 Jahre alt und arbeite auch bei der Meierwehr. Kurz gesagt, wir sind jung und brauchen das Geld. Mein Name ist Marvin Schiefer, ich bin 24 Jahre alt. Mein Name ist Ken Brauer, ich bin Auszubildender von Dauer Landfahrt aus Neumünster und ebenfalls Mitglied in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Und wir möchten uns dafür einsetzen, dass wir alle mehr Geld kriegen, damit wir ein besseres Leben haben. Wir alle brauchen mehr Geld und mehr Einkommen. Ich bin Christian Orschek von Sauer-Dampfhaus, bin da auch Jugend- und Auszubildendenvertreter und ich möchte mich gern für mehr Gehalt einsetzen, weil das Leben immer teurer wird. Ich bin Hanna Tunsch, ich bin 19 Jahre alt, bin von der Volksbank AG in Emden, bin von der JAF. Ich möchte am wirtschaftlichen Boom teilhaben. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Wir von der Volkswagen AG, wir sind mit dabei bei der Tarifrunde 2013. Ich bin Torben Ressel, Jugend- und Auszubildendenvertreter in Neumünster in der Firma Oerlikon Neumark. Und ich möchte mich gerne für mehr Geld für alle Azubis einsetzen. Ich bin Jan-Philipp Köhler von ThyssenKrupp Marine Systems. Unsere Auszubildenden haben definitiv eine Tariferhöhung verdient, da sie zu 100% in den betrieblichen Alltag eingebunden werden und genauso wie Facharbeiter ihren Rechten und Pflichten nachkommen müssen. Mein Name ist Dina Hanke, ich bin 20 Jahre alt, arbeite bei der ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel. Ich bin Hagen Rost von Airbus in Bremen. Wir haben bei uns einen Ratenhochlauf. Wenn es einen Hochlauf der Produktionsraten gibt, warum soll es dann nicht einen Hochlauf bei den Löhnen der Kolleginnen und Kollegen geben? Das haben wir verdient. Die wirtschaftliche Situation ist nicht schlecht. Das sagen die Arbeitgeber. Wir auch. Das, was nicht in Ordnung ist, ist die Verteilung des Geldes. Ich bin Bjarne Wiedemann, ich komme aus Flensburg, ich arbeite bei der Krones AG und ich bin bei der Tarifrunde 2013 dabei. Hallo, ich bin Burak Güngör von Caterpillar aus Kiel. Und ich bin bei der Tarifrunde 2013 dabei, weil ich auch mal am Wochenende ausgelassen feiern will. Und dafür brauche ich mehr Geld. Das Leben ist nur so schön, wie viel Geld ich in der Tasche habe. Hallo, ich heiße Ali Ugolo, bin Auszubildender am Mercedes-Benz-Werk Bremen. Und wir brauchen das Geld für eine sichere Zukunftsperspektive. Die Auszubildenden im Mercedes-Benz-Werk Bremen sind bereit für eine starke Tarifrunde. Mein Name ist Saskia Brehert, ich bin in der BEG Autotech in Bremerhaven tätig, bin Jugendausbildungsvertreter. Und wir brauchen mehr Geld, um uns eine Zukunft sichern zu können. Mein Name ist Jonathan Möller, ich bin der JV von Fortbildung Modus aus Kiel. Und ich setze mich für mehr Geld für mich und meine Mitazubis ein, weil ich persönlich der Meinung bin, dass zum Beispiel Miete sehr teuer ist und man ja als Azubi heute auch oftmals eine eigene Wohnung schon hat. Hallo, ich bin Ann-Christine, ich bin 21 und ich bin Dualstudierende bei Airbus in Hamburg. Und ich bin für eine sehr starke Tarifrunde, weil ich gerne meine Familienplanung gesichert haben möchte. Und ich möchte in Zukunft auch für meine Kinder sorgen können und eben auch meinen Lebensunterhalt vernünftig verdienen können. Ich will für mich und für die ganze junge Generation einen sicheren Tarifvertrag mit einer guten Perspektive und eine sichere Zukunft. Ich bin Anne Hertler, lerne Industriemechaniker bei Caterpillar Motoren in Rostock, bin in der JAV. Wir nehmen an der Tarifrunde teil, weil wir mehr Entgelt brauchen, weil die Mieten immer teurer werden und wir müssen zur Berufsschule von Rostock nach Güstrow fahren, was ziemlich weit weg ist und das muss ja irgendwie bezahlt werden. Sprit, Bitte und Strom werden auch nicht günstiger, also her mit der Knete. Tarifrunde 2013. Die Rostocker IG Metall Jugend ist bereit für Action. In dieser Tarifrunde werden wir uns unseren Anteil holen. Tarifrunde 2013. Wir als Jugend sind dabei.